Guten Tag. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Wir würden das hier gerne zurückgeben. Ja, haben Sie die Quittung dabei? Ah, das ist selbstverständlich. Wunderbar, danke schön. Was ist denn das Problem? Ist es kaputt? Nee, funktioniert super, aber... Wissen Sie, ich habe mir schon die ganze Zeit ein Kind gewünscht und jetzt hat mir mein Mann zum Geburtstag eins geschenkt. Ja. Aber ich habe mir das ehrlich gesagt alles ganz anders vorgestellt. Das ist ja furchtbar laut und so unhandlich. Und es stinkt auch. Was? Wirklich? Ja. Nee, das ist noch kein Wunder, ne? Die Windel ist ja voll. Sie müssen doch die Windel bei dem Modell einmal am Tag wechseln. Haben Sie die Gebrauchsanweisung nicht gelesen? Also ich nicht, du? Ich auch nicht. Naja, gar kein Problem. Wir haben da bestimmt noch ein anderes Modell, ja? Der Sören 3000, der kann schon alleine aufs Klo gehen und sich mehrere Stunden am Tag still beschäftigen. Und da muss man nicht die Windeln wechseln? Genau. Allerdings braucht er ein positives, männliches Vorbild und Hausaufgabenhilfe. Also das Kind ist ja eher als Hobby für meine Frau gedacht. Deswegen. Ach, typisch der Herr Vater wieder, ja? Ich kann mich auch nicht jeden Tag um sowas kümmern, jetzt wo ich beruflich auch so eingespannt bin. Moment, ich hätte da noch ein anderes Modell für Sie. Was, Mäuslein, das wird alles nichts. Komm, wir kaufen lieber einen Bock. Ich will keinen Bock, Mäuschen. Ich will sowas. Maximilian Deluxe. Etwas teuer in der Anschaffung, aber das rechnet sich. Er hat einen eingebauten Hochschulabschluss und verdient sein eigenes Geld. Da kann man prima bei den Nachbarn mit angeben. Ich habe selber einen zu Hause. Feine Sache. Aber weiß, ich wollte doch eigentlich was Kleines zum Schmusen haben. Schmusen? Kann man mit dem super, aber hallo! Echt? Also, wir kaufen dann doch lieber einen Wok, gell? Vielen Dank. Auf Wiedersehen.